die mich schon länger auf Instagram verfolgen, wissen, wie ich diese Produkte liebe. Und das ist für mich seit ein paar Monaten wirklich ein absolutes Muss. Immer irgendwas richtig Leckeres gerochen. Ich wusste nie, woher kommt das. Hey Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video geht es heute um meine absoluten Lieblingsprodukte, die ich schon seit Jahren oder mehreren Jahren teste, immer wieder neu kaufe oder auch vielleicht erst aus dem letzten Jahr und wirklich absolut liebe und euch nur mal empfehlen kann. Da geht es aber eher um diese Lifestyle-Produkte oder Beauty-Produkte, jetzt nicht um Fashion. Ich glaube, davon haben wir sehr, sehr viel noch hier und das werdet ihr auch noch sehr viel zu hören und zu sehen zu bekommen. Zweimal zugesagt. Egal. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt mit dem ersten Produkt an und da geht es um die Raumdüfte. Ich liebe Raumdüfte. Ich finde, Raumdüfte machen den Raum wirklich einfach nochmal ein bisschen lebendiger, schöner, ansprechender. Und manchmal merkt man ja auch einfach gar nicht, wie der Raum riecht, wenn man da halt drinnen liegt. Und irgendwann müffelt es jetzt nicht, aber riecht es halt so ein bisschen einfach. Ist halt so, das ist ja normal. Und ich finde einfach Raumdüfte toll. Du kannst halt immer wieder so neue Sachen ausprobieren und es riecht einfach so schön frisch. Ich zeige euch jetzt zwei verschiedene Brands, die ich wirklich super gut finde. Ich fange jetzt einfach mal direkt mit meinem, ich würde schon eher sagen, meinem absoluten Favorite an, weil, also, die sind beide toll. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das hier nehmen, und zwar, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Ipuro. Ich zeige euch das mal kurz, das hier. Einfach aus dem Grund, weil der Duft nicht so besonders ist. Das ist ein sehr klassischer Duft, den ich super liebe. Riecht halt so ein bisschen nach meiner Bettwäsche, würde ich jetzt sagen. Beziehungsweise generell meiner Wäsche. Ein sehr, sehr frischer Duft, aber überhaupt nicht fruchtig oder so. Und ich mag solche Düfte, dieses Frische einfach. Und die anderen, die ich euch zeige, die sind ein bisschen besonderer vom Duft, ein bisschen schwerer vom Duft. Und den hier liebe ich. Und zwar ist das der Graue gewesen. Die haben verschiedene Farben. Cotton irgendwas. Werde ich euch einfach mal hier oben einblenden und werde ich euch ebenfalls auch alles, generell alles, was ich hier zeige, auch verlinken. Dieser Duft ist toll, den muss ich leider neu kaufen. Diesen Raumduft habe ich auch bei meiner Mama kennengelernt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das getan habe, weil ich habe immer irgendwas richtig Leckeres gerochen. Ich wusste nie, woher kommt das. Und ich weiß ja, wie es da eigentlich normalerweise riecht, weil ich da auch gewohnt habe und das roch halt neu. Und ich habe es so geliebt. Und dann hat sie mir immer gesagt, dass es das hier ist, hat sie mir das gezeigt und seitdem kaufe ich das auch. Und die haben auch für die Autos Düfte, was ich super geil finde, weil ja, wenn man mal vielleicht da ist oder so, dann riecht es ja auch ein bisschen und ja, mag ich total, wenn es dann auch so frisch riecht. Da benutze ich aktuell auch diesen Duft. Ich habe aber vorher einen anderen getestet. Den würde ich nie wiederholen, weil er einfach mir Kopfschmerzen bereitet hat. Generell sind die Düfte fürs Auto, finde ich, sehr, sehr stark. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil mein Auto klein ist, I don't know, aber ich habe sofort Kopfschmerzen bekommen, bei dem hier nicht, aber es ist wirklich ein sehr, sehr starker Duft dann für die Autos. Das hier liebe ich unnormal. Und dann kommen wir einmal zu Ava und May. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen das schon kennen. Das ist sehr, sehr bekannt. Eine sehr bekannte Brand, wollte ich sagen. Finde ich aber auch wirklich super. Ich habe jetzt hier den Duft Skandinavia. Der ist wirklich auch sehr, sehr schön frisch, aber riecht halt mehr so nach Parfüm, würde ich jetzt sagen. Finde ich aber toll. Aber der ist halt so ein bisschen neutraler. Der ist auch sehr, sehr schön, auch leer. Werde aber jetzt erstmal den nicht nachkaufen, sondern eher den anderen. Und dann ebenfalls von Ava und May die Limited Edition Persia, und zwar so ein Raumspray. Wow. Also, ich habe den gestern noch im Badezimmer gesprüht. Der ist wirklich sehr, sehr stark und ja, besonders. Ich kann leider ganz schlecht Düfte beschreiben. Werde ich euch einfach, so gut es geht, verlinken. Ist eine Limited Edition, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Hat aber einen echt sehr, sehr starken Geruch, aber mag ich total. Also vor allem auch im Winter finde ich den super. Hab den gestern gesprüht und dann im Frühling, egal. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Produkt, beziehungsweise zu den nächsten Produkten. Und zwar geht es da um Olaplex. Die mich schon länger auf Instagram verfolgen, wissen, wie ich diese Produkte liebe. Meine Friseurin benutzt die bei mir auch schon, wenn ich dann halt dahin gehe. Schon seit, wie lange bin ich jetzt schon da? Locker 4 Jahre. Und jetzt benutze ich sie seit 5 Monaten auch privat zu Hause und ich merke einen so, so starken Unterschied. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich diese Produkte testen durfte und jetzt auch habe. Die werde ich auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe jetzt hier 4 Produkte. Ich zeige euch jetzt erstmal die 3. Und zwar einmal Olaplex Nummer 3. Das ist quasi eine Maske. Die ist wirklich, wow, mega. Falls ihr noch nie mit Olaplex gearbeitet habt und es gerne ausprobieren wollt, empfehle ich euch auch noch die Nummer 1 zu kaufen. Weil meine Haare kennen das schon und meine Friseurin benutzt, glaube ich, ist es die Nummer 2 dann. Das ist nochmal extra für Friseure.
Und da braucht man dann nur noch die Nummer 3, weil die Haare das schon kennen. Aber ihr habt es noch nie gemacht, dann empfehle ich euch einfach nochmal die 1 und die 3 gleichzeitig zu benutzen. Und dann haben wir einmal hier die Nummer 4 und die Nummer 5. Und zwar einmal das Shampoo und den Conditioner. Beide wirklich mega geil. Und ihr seht, die sind noch gar nicht leer. Und ich habe sie seit 5 Monaten. Und ich weiß, dass sie ganz schön teuer sind. Aber ich kann sie jetzt nochmal locker 5-6 Monate benutzen. Und das ist dann ein ganzes Jahr jetzt. Und dafür lohnt sich, ich sag jetzt mal, ich glaube, dieses Set hier hat 100 Euro gekostet. Und wenn man das mal durch 12 macht, benutze ich das einfach wieder. Da haben wir auch schon direkt das vierte Produkt und das ist nämlich dieses Bondingöl. Ich brauche davon so wenig generell. Ihr braucht von den Produkten wirklich nur eine Haselnussgröße. Also wirklich nicht viel. Und man sieht einfach, wie viel da noch drin ist. So sieht das jetzt auch aus. Es macht die Haare nochmal ein bisschen geschmeidiger. Ich habe auf Instagram in meinem Highlight Hair Talk auch nochmal alle Details. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen und durchlesen, was die ganzen Wirkstoffe sind und was das bewirken soll. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Dann bleiben wir jetzt einfach mal direkt bei den Haaren. Ich habe nämlich noch ein Produkt, das habe ich aber erst seit dem letzten Jahr und ich bin so in love. Ich hätte nie gedacht, dass ich das echt mal mache, weil es ist echt nicht billig, muss ich sagen. Im Gegensatz zu der Drogerie, aber ich merke da halt diesmal einen Unterschied. Also ich muss sagen, ich habe immer Drogerieprodukte benutzt, was jetzt Hitzespray angeht und oder Hitzeschutz angeht. Und ich habe nie irgendwie was gemerkt oder gemerkt, dass es besser wird, sondern eher, dass es einfach, ja, entweder nichts ist oder schlechter wird. Und seitdem ich auch die Olaplex-Produkte benutze und halt dieses diesen Hitzeschutz, merke ich sofort einen Unterschied. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Ich benutze das immer direkt nach dem Duschen. Weil die Haare so ein bisschen handtuchtrocken sind, dann schmiere ich das in die Spitzen, beziehungsweise auch so ein bisschen in die Längen. Ich habe es nämlich einmal auf meinen Ansatz gemacht und das war der Fehler. Also zumindest war es sofort fertig, aber das hier kann ich euch nur empfehlen. Das ist von Redken. Mega. Habe ich, glaube ich, sogar einmal in meinem Video irgendwie gezeigt, dass ich mir das bestellt habe und ich finde das so, so toll. Wir hatten ja gerade eben Düfte, also Raumdüfte und ich dachte, wir fangen jetzt mal direkt weiter an mit Parfüms. Und zwar habe ich zwei Düfte, die ich wirklich super toll finde und die sind einfach von den Preisklassen so unterschiedlich. Ich fange jetzt einfach mal mit dem teureren an, was aber jetzt auch wirklich nicht teuer ist im Gegensatz zu anderen Düften. Und zwar haben wir einmal hier Tom Ford. Ich liebe diesen Duft. Das ist mein Sommerduft. Oh, kriege ich sofort Erinnerung. Boah, der ist so toll. Das ist so ein bisschen, ich versuche es zu beschreiben, hat eine Kokosnote und zitronig. Also das ist so ein bisschen kokos-zitronig. Sehr, sehr leicht, frisch. Ja, riecht einfach komplett nach Sommer, wie ich finde. Für manche riecht ja blumig mehr nach Sommer. Ich stehe jetzt nicht so auf blumige Düfte oder auf fruchtige Düfte. Das mag ich gar nicht. Oh, ich liebe diesen Duft. Und der nächste Duft ist einmal von Guess. Und der ist so toll. Ich kann ihn leider überhaupt nicht beschreiben. Aber das ist auf jeden Fall ein schwerer Duft. Den würde man zum Beispiel tragen, wenn man rausgeht. Ich trage ihn auch im Alltag, aber den würde man eigentlich eher zum Rausgehen tragen. Boah. Riecht so toll. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie so den Duft übertragen. Ich habe jetzt gerade bei Shampoo, Duschsachen waren, sag ich jetzt mal. Machen wir direkt weiter und zwar einmal ein Rasierer, und zwar der von Hey Estrid. Ich kann den euch wirklich nur empfehlen. Der ist super. Man braucht überhaupt keinen Schaum oder so, weil der einfach durch diese Pads hier oben schon so richtig weich wird auf der Haut. Der ist wirklich mega. Das ist mit einer der besten, die ich je probiert habe und ich habe halt schon, also wenn ich Rasierer benutzt habe, waren es immer Männerrasierer, weil ich fand die einfach besser als Frauenrasierer und der toppt alles. Ich habe da jetzt zwei Farben von, einmal grau und einmal Matcha, so heißt der. Der andere ist, glaube ich, Cloud, wenn ich mich recht erinnere, aber der ist leider kaputt, weil der ist dem Jan runtergefallen. Ist aber nicht so schlimm, ich habe den hier und ich bin wirklich sehr, sehr happy gewesen, als ich die Anfrage bekommen habe, ob ich den gerne testen möchte und ich liebe ihn. Ich habe auch ein Abo gemacht, dass ich immer wieder frische Klingen bekomme, was ich super geil finde. Wirklich eine absolute Empfehlung. Dann machen wir jetzt mal weiter mit den Beauty-Produkten und zwar habe ich da so drei Sachen. Das ist sowieso ein Set, das müssten aber auch schon einige von euch kennen, die länger hier dabei sind. Und zwar fange ich jetzt mal direkt mit dem hier an. Und zwar ist das so ein Body-Spray. Ach, das ist der Wahnsinn. Kann ich echt nur sagen. Vor allem für den Sommer oder wenn man abends rausgeht und so ein bisschen Glitzer auf der Haut haben möchte. Hier unten ist das Glitzer und hier seht ihr das nochmal. Das Produkt, das ist von Ofra.
wirklich mega, mega schön. Man braucht davon jetzt auch nicht wirklich viel. Sprühe ich auch gerne auf meine Beine, wenn ich irgendwie ja, meine Beine zeigen muss, sag ich jetzt mal, wenn ich ein Kleid an habe oder so. Oder hier auch auf dem Dekolleté. Wirklich sehr, sehr schöner Schimmer. Da habe ich auch noch den passenden. Man sieht auch, wie benutzt die Sachen sind. Einmal den Highlighter. Den zeige ich euch jetzt so nicht, weil das sieht schrecklich aus. Aber ich kann euch die Farbe so zeigen. Die ist wirklich sehr, sehr schön. So heißt der Rodeo Drive. Und dann haben wir einmal noch hier einen Primer. Der hat einen richtig, richtig krassen Schimmer drauf. Also sieht man auch sehr, sehr gut. Ich hatte nie gedacht, dass ich das als Primer benutzen kann. Dann habe ich es benutzt und meine Haut war super schön. Es hatte wirklich einen sehr, sehr leichten Glow und es hat super gut auch mit meinen Produkten ja, gearbeitet, funktioniert. Da wir jetzt gerade eh schon bei Beauty-Produkten sind, machen wir direkt weiter mit Foundation. Und zwar kann ich euch Barbour Foundation nur ans Herz legen. Die passt sich deiner Hautfarbe an, die ist super leicht auf der Haut und die macht so ein schönes, mattes Finish. Ist auch extra so, da steht auch drauf, falls ihr es gerade gesehen habt. Und dann einmal die Asam Beauty Mousse bzw. Foundation. Ich liebe sie. Sie passt sich der Hautfarbe an. Du hast Concealer, Puder, Make-up in einem. Wirklich super. Und das letzte Beauty-Produkt ist einmal der das Augenbrauen-Gel von Got2Be. Was ich aber dazu sagen muss, ist, der ist wirklich gut und der macht auch das, was er tun soll. Aber ich finde ihn ganz schön teuer. Also das habe ich auch gesagt. Ich kann eigentlich nichts Schlechtes sagen, außer dem Preis. Und dann gibt es bestimmt auch noch andere Produkte, die vielleicht ein bisschen besser sind oder einfach Haarspray. Ich benutze es tatsächlich jetzt nicht mehr so oft, einfach weil ich den Look nicht mehr so mag. Aber empfehlen kann ich ihn euch, aber ich kann euch nur sagen, er ist etwas überteuert, wie ich finde, persönlich. Jetzt kommen wir zu zwei Skincare-Produkten, die für mich ein absolutes Must-Have sind. Und zwar einmal das SOS Anti-Pickel-Gel von Neutrogena. Es wirkt unfassbar gut. Wenn ihr merkt, dass ihr einen Pickel bekommt, macht ihr den drauf und er wirkt sofort ein. Er trocknet eure Pickel aus und das ist wirklich, hilft wirklich sehr, sehr gut. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen weg. Passiert bei mir tatsächlich öfter schon mal, dass das so ist. Aber es kann auch mal ein paar Tage dauern, aber es hilft sehr, sehr gut. Und das ist tatsächlich jetzt leer. Aber das müssen eigentlich auch viele von euch wissen. Von The Ordinary das Zinc Serum. Das ist sehr, sehr gut gegen Pickel, Unreinheiten, vergrößerte Poren. Das ist wirklich super gut, kann ich euch nur ans Herz legen. Muss ich halt auch noch bestellen. Jetzt kommen wir zu dem absoluten Must-Have für mich schon seit ein paar Monaten. Also das ist seit Jahren für mich so. Aber ich habe es diesmal in einer anderen Form. Und zwar kriege ich von einer Wärmeflasche. Normalerweise habe ich immer ein Wärmekissen benutzt, aber Wärmeflaschen sind viel, viel besser, sind deutlich länger warm. Und ich brauche seit ein paar Monaten wirklich sehr extrem, sehr regelmäßig und so. Wegen meiner Bäuchlein. Oder halt auch, wenn man seine Tage hat und halt Schmerzen hat. Wirklich mega geil. Und ich finde es einfach so cute, dass es hier so ein, ja, so Pullover an hat. Da wir jetzt gerade eh über Unterleibschmerzen gesprochen haben, Tage und so weiter, kann ich euch diese binden. Das ist natürlich immer abhängig vom Menschen, aber ich persönlich liebe sie und ich kaufe mir immer diese Binden, beziehungsweise auch von dieser Marke, und zwar von Always. Diese Binden sind echt mega. Das sind zwar gefühlt einfach Bindeln, aber die sind super für die Nacht, für den Tag. Und wenn man halt ein bisschen stärker ja, seine Periode hat, finde ich die super und ich liebe sie. Und ich finde es toll, dass sie nicht so krass riechen. Es gibt da wirklich so Binden, die so einen starken Geruch haben. Also jetzt, so, keine Ahnung, parfümmäßig sind oder ich mag das überhaupt nicht. Jetzt sind wir auch schon durch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und lasst mich gerne wissen, was eure Lieblingsprodukte sind oder gibt es welche, die ich euch gezeigt habe, die auch eure Lieblingsprodukte sind. Lasst mich sehr, sehr gerne wissen und abonniert den Kanal sehr gerne, aktiviert die Glocke, um keine Uploads zu verpassen und bis zum nächsten Video. Ciao!